Wir legen auch direkt los. Das heutige Video, was wir uns gönnen, heißt, wird TikTok jetzt verboten? Naja, einige von euch sagen ja, die anderen sagen nein. Die einen wünschen es sich, die anderen wünschen es sich nicht. Denn sonst müssten die wieder ihre Netflix oder Amazon Prime Abos aktualisieren und Geld rein investieren, wohingegen die auf TikTok auf Low unterhalten werden. Und ich denke mal, einige Leute müssten sich dann anfangen, einen Job zu suchen. Spaß beiseite, ich würde mal sagen, wir legen direkt los. Let's go. Es war der 10. April 2018. Halb Mensch, halb Reptil Mark Zuckerberg wird vom US-amerikanischen Kongress über Facebook und deren missbräuchlichen Umgang in Sachen Datenschutz befragt. Entspannte 5 Stunden lang. Wirklich zugehört hat, glaube ich, niemand. So, das Interessante bei der ganzen Sache waren eigentlich die Memes. Wie zum Beispiel sein Sitzkissen, seine Roboterart, Compilations von allen Momenten, wo er Wasser trinkt. Das war einfach fantastisch. Das, was aber wirklich erstaunlich war, ja, ist, dass fast niemand von den Abgeordneten wirklich gecheckt hat, was Facebook ist. Mr. Zuckerberg, I remember well your first visit to Capitol Hill back in 2010. You said back then that Facebook would always be free. Well, if so, how do you sustain a business model in which users don't pay for your service? Hä? Senator, we run ads. Was? Junge, wie unangenehm ist das denn? Und das Krasseste an der Sache ist, Freunde, jetzt Real Talk, der Typ von TikTok, Chang Wing Wung oder wie auch immer der heißt, wurde ja auch befragt von ähnlich kuriosen Leuten. Die haben so dumme Fragen gestellt, wo du dir nur am Kopf fasst und dir denkst, ja, Maniac, habt ihr zu viel TikTok konsumiert oder warum seid ihr so hängen geblieben? Was waren das für Menschen? Und guck mal, was hier für Fragen gestellt werden. Aber das Schlimmste an der Sache ist wirklich jetzt, ältere Leute, ja, sag ich mal, ein, zwei Generationen über mir, fragen mich auch, wie verdienst du dein Geld? Ja, Werbung wird geschaltet. So, ganz einfache Geschichte. Die meisten wissen das. Wir leben ja mittlerweile in so einer Internetzeit, wo die meisten aus unserer Generation und alle Generationen darunter bestens Bescheid wissen. Aber ältere Generationen checken das einfach nicht. Die wollen das nicht wahrhaben, dass so etwas funktionieren kann. Aber das sind natürlich die bestmöglichen Menschen, die man für so eine Befragung einstellen kann. Cool, wieder guck. So lustig wie diese 5 Stunden damals waren, ist das Ganze auch schon wieder 5 Jahre her. Und diesmal war TikTok dran. Aha, das andere war 5 Jahre her. Ich habe gehört, dass Mark Schwanzberg, dass er 20 Millionen Dollar gezahlt hat, weil zurzeit bei Facebook und Instagram nicht läuft, mäßig den Typen von TikTok gezinkt hat, damit bei ihm wieder läuft. Aber das war ein Schuss in den Ofen, denn für TikTok sieht es jetzt noch besser aus, nach dieser Blamage, die da wirklich stattfand. Und für Facebook und Instagram geht die Kurve gerade so runter. Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und herzlich willkommen zurück bei der besten Sendung auf ganz YouTube, ihr habt es richtig gehört. Heute geht es um TikTok. By the way, immer wenn ich nicht weiß, wie ich so das Intro machen soll, dann schreibe ich in mein Skript so ursicken Übergang. Naja, ihr habt wahrscheinlich schon auf TikTok, Facebook, Instagram oder MSN Messenger Clips vom Congressional Hearing gesehen. Mit dem Boy Xu Zi Chu, das ist der CEO von TikTok. Anfang 2021 wurde Mr. Chu von TikTok zum Finanzvorstand ernannt. Kurz darauf wurde er zum Hauptgeschäftsführer ernannt und ersetzte damit Kevin Mayer, einen ehemaligen Disney-Dude, der nur ein paar Monate die Firma geleitet hat. Mr. Chu sollte finanzielle Disziplin in die Firma bringen und einen Weg des Profits einschlagen. Er hielt sich aus dem Rampenlicht raus bis letzten Herbst, als Fragen um die nationale Sicherheit gegen die App aufgekommen sind. Gleich haben wir's, Kinder, einen Screenshot habe ich noch. In den letzten Monaten startete Mr. Chu eine Offensive, um Abgeordnete davon zu überzeugen, dass TikTok die Privatsphäre der Benutzer schützt und nicht vor Chinas kommunistischer Regierung beeinflusst wird. Genau das war ja einer der Hauptkritikpunkte an TikTok selbst. Weil die ja irgendwo unter den Fittichen der chinesischen Regierung stehen. So, das wurde sehr, sehr oft kritisiert. Ich glaube sogar auch von Two Broke Boys, Guys oder wie die heißen. Aber ich glaube auf ihrem Kanal Simplicissimus war das. Nagelt mich nicht dran fest. Einige Leute haben auf jeden Fall Videos dazu gemacht. Und das war einer der Hauptkritikpunkte an TikTok. Und diesen Vorwürfen hat er sich halt gestellt. Und genau das ist der Grund, warum Mr. Chu jetzt auch in die Fußstapfen von Mark Zuck treten darf und vor dem US-Kongress ausgesagt hat. Immerhin leben in den USA 331 Millionen Menschen. 150 Millionen davon nutzen TikTok. Ich meine, außerdem ist die Lage auch so ein bisschen angespannt, nachdem China einen fucking Spionageballon rübergeschickt hat. Schau dir dann den Air Force Piloten, der erstmal ein Selfie mit dem Ding gemacht hat.
Der hat das Selfie gemacht, direkt auf TikTok hochgeladen. Ja, Maniac, Luftballon wird jetzt abgeschossen. Wochenlang haben so UFO-Videos meine For You-Page dominiert. Ja, das war ein UFO. Da wurde ja noch ein UFO gesichtet und dann wurde noch ein UFO gesichtet. Und dann hieß es, ja, in 2 Tagen wird die Welt angegriffen. Vor kurzem war sogar ein Mutterschiff hier am Rand der Erde. Aber keine Ahnung, warum greifen die nie an? Ja, nee, die sind immer da. Es heißt immer, die Erde wird jetzt angegriffen. Aber die Erde wird nie angegriffen. Entweder betrachten die immer die falschen Personen. So, ihr müsst euch überlegen, die können sich ja nicht alle über 8 Milliarden Menschen angucken. Die picken sich ein Exemplar raus und überlegen, was für einen Profit könnten wir aus dieser Situation schlagen, wenn wir diesen Planeten übernehmen. Technisch sind die nicht sehr weit entwickelt. Aber vielleicht haben die Empathie, vielleicht sind die korrekt, vielleicht sind das stabile Menschen. Dann picken die irgendeinen raus und jedes Mal picken die einen TikToker, so wie es aussieht, raus. Das eine Mal Barello, das andere Mal, keine Ahnung, ihr wisst, ihr kennt ja diese ganzen Flachzangen, die es da gibt. Schauen sich den an, mit diesem Planeten wollen wir nichts zu tun haben und zischen wieder ab zu dem nächsten Planeten. Der nächste habitable Planet. TikTok ist nämlich schon in einigen Ländern verboten, darunter zum Beispiel Indien und auch Österreich. Echt? Überlegt, das jetzt nachzumachen. Es gibt halt einfach viel zu viele kritische Dinge auf der Plattform. Irgendwelche Minderjährigen, die tanzen, gefährliche Challenges, Fake News, Ehrenmannrios, die Liste ist endlos. Und was ist... Oh, absolute Liebe geht an der Stelle raus an Kaiser, wie er diesen Ehrenmann Rios hops genommen hat. Wollte ihn gerade beleidigen und auf sein optisches Erscheinungsbild reduzieren, aber ihr wisst, wir distanzieren uns mittlerweile von politisch unkorrekten Aussagen. Also wir versuchen es zumindest die meiste Zeit. Was alles jetzt noch schlimmer macht, ist obviously der... Oh mein Gott. Das ist halt der Algorithmus, den TikTok hat, ne? Der unglaublich heftig ist. Wenn du witzig bist, dann kannst du jetzt die App runterladen, frisch auf dein Handy ziehen und innerhalb von 5 Minuten, wenn du die richtigen TikToks anschaust und likest, dass du ausschließlich nur noch König Thomas Videos. Die einzigen Leute, die in den USA kein TikTok nutzen dürfen, zumindest auf den Diensthandys nicht, sind US-Abgeordnete. Ich muss sagen, so, ich verstehe es schon, ne? Weil es macht da doch einfach gar keinen Sinn, dass du als politischer Amtsträger den Telemedial-Song blasen solltest. Aber für die 150 Millionen anderen Nutzer ist das natürlich möglich. Letzten Donnerstag war es dann soweit. Mr. Chu, aka der TikTok-Gott, ja, der TikTok-Goat, er hat den Saal betreten und war bereit, sich von ungefähr 30 verschiedenen Leuten befragen zu lassen. Ob es jetzt genau 30 waren oder keine Ahnung. War zu faul nachzuschauen. Aber es waren viele. Und einer davon war Richard Hudson aus North Carolina, der eine der geilsten Fragen ever gestellt hat. Pass auf, die Frage war, wenn du in deinem WLAN-Netzwerk eingeloggt bist. Ja, hört mal, hört jetzt. Kann TikTok auf dein WLAN zugreifen? Mr. Chu, does TikTok guck jetzt, wie er reagiert. Access your home Wi-Fi network? Ich schwöre es euch. Das war der einzige Moment, wo ich wirklich froh war, dass meine For You-Page geflutet wurde von solchen Ausschnitten. Der Typ kam gar nicht mehr auf sein Leben klar. Ich guck auch nur so und denk mir, hä? Meint ihr das ernst oder ist das so eine Art Comedy-Show oder Freak-Show oder nennt es wie auch immer ihr wollt? Aber wäre ich dort gewesen, hätte ich mit Sicherheit eine Frage gestellt, die die Welt komplett verändert hätte, zum Positiven hin. All die Fragen, die ich da gehört habe, waren totaler Müll. Die haben niemanden von uns weitergebracht. Aber meine Frage, glaubt es mir, so wahr ich hier sitze, hätte die Welt zu einem viel, viel besseren Ort gemacht. Zumindest einen viel, viel lustigeren und interessanteren. Denn ich hätte den Typen einfach gefragt, Ching Wing Wong, wären Sie bereit, wenn ich Ihnen hier mein Okay gebe und mein Ja, mein Vote von unter 30 Leuten, ein Vote haben Sie schon mal, wären Sie bereit, mein TikTok viral gehen zu lassen, sodass ich der größte TikToker aller Zeiten werden kann, sodass ich mit meinen Werten, mit meiner Moralvorstellung, mit meiner Eigenschaft als Ehrenmann die Welt zu einem besseren Ort mache, viel empfänglicher für Außerirdische, nicht, dass sie jedes Mal hier vorbeifliegen, gucken und wieder abbauen, sondern sich denken, oh, wie schön ist diese Erde, die besuchen wir jetzt. Vielleicht sogar friedlich, wir wissen es nicht. Diese Frage, glaubt mir, hätte das Schicksal der Menschheit verändert, aber leider Gottes wurden nur solche Chirus da eingeladen, die überhaupt keine Ahnung von der Welt haben und dementsprechend wird die Welt sich weiterhin so drehen, wie sie sich bisher gedreht hat. If the user turns on the Wi-Fi, I'm sorry, I may not understand the... So if I have TikTok app on my phone and my phone is on my home Wi-Fi network, does TikTok access that network? You will have to access the network to get connections to the internet, if that's the question. Ich habe gerade nachgeschaut, der Typ hat eine Bewertung von 1,2 Sternen auf Google und einer hat geschrieben, der Bruder weiß nicht mal, wie WLAN funktioniert. Aber genau das ist das Problem. Na, ich check schon, dass es vielleicht anders gemeint hätte oder so, aber Bro, können wir einfach wieder Mark Zuckerberg reinholen? Ja gut, den Part hat er jetzt nicht eingeblendet. Wir wollen ja wenig fair bleiben. Er hat
danach korrigiert und meinte, wenn TikTok mit dem WLAN-Netzwerk verbunden ist, hat TikTok quasi Zugriff auf andere mit diesem WLAN-Netzwerk verbundene Geräte. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. So. Das ist natürlich eine berechtigte Frage, die wurde aber halt unglücklich formuliert beim ersten Versuch. Hallo. Was? Mein Mikrofon hat bei der Aufnahme gestruggelt und ich muss den nächsten Part neu aufnehmen? Keine Ahnung, wovon ihr redet. Ich gehe doch immer voll sorgfältig damit um. Egal, meine Freunde. Als nächstes haben wir Catherine Kamek, die dieses TikTok hier abgespielt hat. Mr. Show, that video was posted 41 days ago. This video was posted before this hearing was publicly noticed. Okay, ganz kurz, klar, kann man jetzt sagen, okay, wahrscheinlich ist diese Person, die das TikTok erstellt hat, 15 und ein fucking Edgelord. Wahrscheinlich ist das auch so, ja. Andererseits muss ich an der Stelle auch mal wieder den Vertrauenslehrer-Modus aktivieren und sagen, yo, das sollte man schon ernst nehmen. Ich weiß, ja, ich bin jetzt die Spaßbremse, ich bin der Spaßverderber, es ist mir egal, ich bin der Vertrauenslehrer eures Vertrauens. Bis jetzt, meiner Meinung nach, alles noch in Ordnung, aber das, was als nächstes passiert, ja, geh mal rein. Das eben habe ich nicht verstanden, da war ja alles verpixelt. Aber das müsst ihr mir mal erklären. Was war denn da zu sehen? Irgendeine Olle, die am Twerken war? Oder was hat die da gemacht? Ich meine, aufgrund der Verpixelung fehlt hier jeglicher Zusammenhang. This video has been up for 41 days. It is a direct threat to the chairwoman of this committee, the people in this room. And yet it still remains on the platform. And you expect us to believe that you are capable of maintaining the data security, privacy and security of 150 million Americans? You damn well know that you cannot protect the data and security. And with that, I yield back. Ich schwöre es euch, das sind mir die liebsten Frauen. Wirklich. Was solche Frauen solche Posten haben, ist eine Bereicherung für unsere Welt. Sorry, ich habe heute etwas gegessen, was mir nicht ganz bekommt. War natürlich reiner Zufall, dass es jetzt in dem Moment passiert ist, ne? Mit dem Aufstoßen. Hat gar nichts mit ihr zu tun. Can I respond? No, we're gonna move on. Okay, pass auf. Sie zeigt ein TikTok mit 400 Likes, das nach 41 Tagen immer noch online ist. Ja, hat sie komplett recht. Sollte eigentlich nicht online sein. Wenn man jetzt aber bedenkt, dass jede einzelne Woche mehr als 1 Milliarde TikToks angesehen werden, kann man sich vielleicht vorstellen, dass es nicht ganz so einfach ist, das Ganze zu monitoren. Und nein, das soll keine Ausrede oder sonst was sein. TikTok müsste es theoretisch halt wirklich machen, ne? Aber noch heftiger wird's, wenn man bedenkt, dass ich die Statistik verfälscht habe und dass nicht 1 Milliarde TikToks pro Woche, sondern jeden einzelnen Tag angesehen werden. Abgesehen davon ist ihr Punkt, mit diesem Video aufzuzeigen, dass TikTok nicht die Data and Security von ihren Nutzern bewahren kann oder beschützen kann. Was hat das damit zu tun? Das habe ich mich auch gefragt, aber ich glaube, da hat sie sich auch wieder unglücklich formuliert, wie auch ihr Kollege davor. Ach, man sieht da eine Waffe. Okay, danke für die Info. Wie gesagt, ich weiß nicht, was für ein TikTok es da ging. Aber grundsätzlich ist TikTok sehr, sehr strikt, wenn es darum geht, deren Community-Guidelines durchzusetzen. Das sieht man zumindest bei vielen TikTokern, deutschen TikTokern, die wir behandeln. Denn manchmal suche ich Clips und die sind einfach verschwunden. Da müssen die noch 2-3 Mal hochgeladen werden von kleineren Accounts, damit die jetzt nicht direkt überprüft werden. Dann sind die 2-3 Stunden wieder online verfügbar und verschwinden dann wieder. Natürlich funktioniert das nicht mit jedem Video, was hochgeladen wird, wie auch wenn 1 Milliarde Videos angeschaut werden am Tag oder hochgeladen oder was auch immer. Aber die Frau meinte einfach damit, dass es vielleicht eine Sicherheitslücke bei TikTok gibt, bei denen die TikTok nutzen, dass man über diese Sicherheitslücke herausfinden könnte, wo Person XY lebt. Und wenn dann Person ZV dieser Person was antun will, wird ZV XY finden. Und wenn nicht mal solche Videos gesperrt werden, wo Leute mit Waffen bedroht werden, wie will man die Sicherheit von 150 Millionen Amerikanern gewährleisten? Bla. Ein persönlicher Mac-Moment ist aber, dass sie nicht mal antworten lässt. So, er sagt, yo, kann ich vielleicht darauf antworten? Nee. Ja, Mr. Chu, also wir haben hier ein TikTok, was eindeutig gegen ihre Richtlinien verstößt. Org, oder? Ja, Frau Kamek, würdest du stören, wenn ich vielleicht darauf antworte? Nicht antworten. Wach auf, es ist deine Zeit. Wir müssen mal auf den Typ im Hintergrund schauen, der backt auch überhaupt gar nicht. Die Frau Kamek ist aber sowieso eine ganz witzige. Anscheinend hat sie nicht mehr Interesse daran, dass der Mr. Chu auf ihre Fragen antwortet. Stattdessen lässt sie einfach sich selber darauf antworten. Ich dachte, er sagt jetzt, stattdessen bestellt sie sich bei McDonald's was zu essen. Hat sich sogar gereimt, stattdessen und essen. Boah, bin ich ein Genie. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie das Ganze aussehen könnte, ich zeig's euch. Ja, wichtig bei dem Clip, der jetzt kommt, kein Kontext, kein gar nichts. So, es ist komplett egal, was hier geredet wird. Einfach nur mal die Konversation an sich ein bisschen aufsaugen. A few minutes ago exposed that TikTok and ByteDance share legal teams. You confirmed this, correct?
Our general counsel is an American lawyer, veteran of Microsoft. Also, my colleague, Representative Latta, confirmed that your parent company, ByteDance, currently can access user data. Yes? We have to be more specific. Yes. After you Project Texas? No. I'm not asking after Project Texas, I'm asking now. Yes. Lass den Typ doch antworten. Wozu stellt sie die Fragen überhaupt? Wozu? Das ist so, wie wenn man Leroy Matata fragt, wie es ihm heute geht. Ich grüße dich, mein Lieber. Alles klar bei dir? Ja, bei mir alles so gut. Und bei dir? Magst du dich einmal kurz vorstellen für die Zuschauer, die dich noch gar nicht kennen? Alles klar bei dir? Ja, klar bei dir. Magst du dich einmal kurz vorstellen für die Zuschauer? Alles klar so weit? Ja, bei dir? Magst du dich einmal kurz... Er hat den Leroy gerade einfach anders gottlos hochgenommen. Ja, so diese narzisstische Ader. Komm, Spaß, reicht. Er ist ja nicht heute Thema des Videos. Kurz vorstellen für It was just as bad with Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg sat in the same hot seat as this guy did, and he got bombarded with just as stupid questions. If I remember correctly, one of the Facebook questions was, do I need internet to connect to Facebook? Or something like that. Um jetzt aber auch mal ein bisschen fair zu bleiben, ja, in den 5 Stunden sind auch ein paar Fragen aufgekommen, die teilweise sehr berechtigt waren, ne? Wie zum Beispiel zu den Challenges, bei denen sich halt Leute verletzen. Bei der Sache ist halt auch wieder das Thema, selbst wenn man jetzt mal so eine bessere Frage, sag ich jetzt mal, raushaut, ist dieser Mr. Chu trotzdem ein Dude, der halt medientechnisch komplett vorbereitet ist und weiß, wie man eine Frage ausweicht. Der sagt dann nicht, ja, wir haben diese Challenges hier auf TikTok und das ist halt wirklich so und wir beeinflussen den Algorithmus, sondern der sagt halt eher sowas wie, ja, das ist schade, dass sowas passiert und wir tun unser Bestes, damit das nicht mehr passiert. Weißt. Aber es ist halt auch einfach ein Thema, über das man sich streiten kann. Überleg dir mal, was für Challenges es früher gegeben hat. Auf YouTube, auf Facebook, Instagram, knuddels.de. Warum sollten wir in dem Fall nicht einfach alle Social-Media-Seiten schließen? Das ist eine gute Frage, Ghost. TikTok macht, wenn wir uns ehrlich sind, einfach nur alles, was es vorher schon gegeben hat. Nur noch größer, noch schneller und noch nerviger. Da hat er vollkommen recht. Aber bezüglich dem, was der gerade gesagt hat, erinnert ihr euch noch an Juno? Juno war noch schlimmer mit den Livestreams, wie es zurzeit auf TikTok ist. Aber halt im kleinen Stil, vor wenigeren Zuschauern, vor 100, 200, 300 Zuschauern. War halt nicht annähernd so eine große Plattform wie TikTok. TikTok vereint einfach alles. Deswegen wird auch so heftig Auge drauf gemacht. Aber das ist nicht das Thema, worum es dem Kongress gegangen ist. In erster Linie geht es um eine einzige Frage und zwar... Was passiert mit den Nutzerdaten? Immerhin könnte es ja wirklich das Ziel von der chinesischen Regierung sein, dass sie absichtlich stumpfe und volksverdummende Videos im Algorithmus fördert. Allerdings, komm, das ist ja auch ein Blödsinn, oder? Okay, ich nehme es zurück. Aber was noch dazu kommt, ist, dass man nicht wirklich weiß, was jetzt mit den Daten passiert, die ins Ausland gehen. Und da hat Mr. Chu einen Vorschlag gebracht, und zwar das Project Texas. In order to assure everybody here and all our users, our commitment is to move their data in into the United States to be stored on American soil by an American company, overseen by American personnel. Also, ich bin offensichtlich kein Experte auf dem Gebiet, ja. Kann ich jetzt entscheiden, was das Beste für ein Multimilliarden-Dollar-Geschäft, das eventuell 100 Millionen sensible Daten an eine kommunistische Regierung ausliefert, ist? Ja, ich glaube schon. Aus meiner Sicht hört sich das zumindest wie ein guter Vorschlag an. Immerhin kann dann kontrolliert werden, okay, welche Daten gehen raus, welche Daten kommen rein und sowas. Dieser ganze Datenfluss wird überwacht. Was jetzt schlussendlich mit den Daten passiert, weiß man halt immer noch nicht, aber was willst du denn da machen? Hat er auch vollkommen recht mit dem, was er da sagt, aber immerhin kommt man den Leuten da entgegen. Man will ja diese 150 Millionen Nutzer nicht verlieren. Im Endeffekt wird das TikTok in Kauf nehmen müssen, weil sie sind halt nun mal eine Firma, die auf Geld aus ist, ne? Wie jede andere Firma, und deswegen müssen sie Kompromisse eingehen. Und das ist ja auch der Grund, warum das ganze Hearing da veranstaltet wurde. Es geht darum, dass TikTok ja nicht gebannt wird in den USA. Überleg dir mal, 150 Millionen Nutzer, aktive Nutzer, weniger. An der Stelle ist halt auch einfach wichtig, dass sich jetzt wirklich die intelligentesten Menschen der Welt zusammensetzen, um da ihre Meinung abzugeben. Also ihr, ne, in den Kommentaren, lasst mich gern wissen, meine Freunde, was ihr davon haltet. Würdet ihr gern einen TikTok-Bann so in Deutschland, Österreich, Liechtenstein oder sonst wo haben? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Die würde mich auch interessieren. Ihr könnt es mir jetzt in den Chat reinschreiben. Ich starte gleich eine Umfrage. Aber natürlich auch unten in die Kommentare. Für diejenigen, die sich das Video angucken können, verpasst keine Streams. Ich werde es unten anpinnen. Ich werde unten einen Kommentar hinschreiben. Seid dabei auf Twitch. Ich küsse eure Herzen. Und das war's mit der Aufnahme. Yalla. Ciao.